Ja, hallo meine Lieben, hier auf GeoLebenTV, liebe Abonnenten, liebe Freunde, liebe Zuseher, schön, dass du hier wieder mit dabei bist zu dieser ersten Zusammenfassung, zu diesem ersten Rückblick meines Experiments 30 Tage rein pflanzliche Ernährung, und die setzt sich ungefähr aus 50-60% gekocht und 40-50% roh zusammen. Roh meist in Form von Smoothies, weil ja Auslöser dieses ganzen Experiments eben der Zustand meiner Zähne ist. Seit Monaten habe ich nur noch Probleme, Schmerzen, überall tut es immer wieder mal weh, war schon 6 Mal beim Zahnarzt. Man denkt sich, es ist jetzt endlich Ruhe, und 2 Wochen später fängt plötzlich wieder was zu ziehen an. Das war vor einer Woche eben der Auslöser zu sagen, es reicht, ich muss hier etwas unternehmen, und zwar nicht schon wieder zum Zahnarzt zu rennen, sondern hier mal zu schauen, was ich hier mit meiner Ernährung tun kann, weil mir das natürlich klar ist, dass hier die Ernährung einen großen, großen Einfluss eben darauf hat. Ja, wie es mir gegangen ist, was so gelaufen ist die letzten 7 Tage, einschließlich des heutigen, erfährst du wie immer nach dem Intro. Ich freue mich drauf. Baba, bis gleich. Ja, meine Lieben, bevor ich es noch vergesse, wer ein tägliches Update möchte, der besucht mich doch einfach auch gerne auf Telegram. Hier siehst du jeden Tag ein neues Video bezüglich meines Experiments. So gegen 8, halb 9 am Abend lade ich immer den Tag hoch. Ich freue mich auf dich. Schau einfach hin auf Telegram und abonniere den Kanal. Bis dann. So, meine Lieben, der erste Tag ist jetzt gut vorbei, es ist 19 Uhr abends. Ja, das Essen, mit dem Essen ist es jetzt im Augenblick okay. Ich habe am Tag nicht mehr gegessen als hier zu Mittag von dieser Brokkoli-Kartoffelsuppe. Und jetzt am Abend gibt es noch die Reste der Brokkolisuppe inklusive hier Kartoffel, Karotten und eine Zwiebel. Nicht roh, sondern im Ofen. Ja, meine Lieben, wie läuft's? Es läuft. Es war eigentlich den Tag ganz okay. Ich muss sagen, ich habe mich am Vormittag nicht wirklich gut gefühlt, war ziemlich durcheinander, auch in der Arbeit, nicht so ganz bei der Sache. Aber ich habe mich darauf eingestellt, und so war es eben auch halt. Was mich dann ein bisschen herausgerissen hat, war dann der erste Kaffee, so gegen 10 Uhr Vormittag, den habe ich mir dann doch vergönnt. Wobei, wie gesagt, da möchte ich doch wieder ziemlich runterkommen. Was es mir geht, ist, hier auszuprobieren, hilft mir jetzt diese Ernährungsumstellung, die ich jetzt einfach mal massiv basisch nenne, auf Pflanzenkost, ja, so also ein bisschen geteilt in gekocht und zum Teil roh. Ja, was hilft sie mir bei meinen Wehwehchen, vor allem, wie ich schon gesagt habe, bei den Entzündungen im Mund, mit meinen Problemen mit den Zähnen und bei vielen anderen Dingen, und nicht zuletzt auch mein Bauch, der doch wieder um einiges größer geworden ist in den letzten Monaten, mich wirklich wieder auf einen wesentlich besseren gesundheitlichen Level zu bringen. Und vor allem merke ich es auch bei den Zähnen, weil, wie gesagt, das ist schon eine Never-Ending-Story mittlerweile für mich. Ja, hallo meine Lieben, der Tag 2 ist da, es ist jetzt 12 Uhr, und das ist das, was ich bis heute so zu mir genommen habe. Da sind Karotten drinnen, Äpfel sind drinnen, so ein bisschen ein grüner Smoothie. Das war es dann schon, und natürlich Wasser. Das habe ich bisher zu mir genommen, und es ist ganz okay. Natürlich fühle ich mich hungrig, das ist ganz normal, wenn man seine Kalorienzufuhr massiv einschränkt, ja. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache, dass die Kalorien ein bisschen weniger wären oder einiges weniger, und dafür wieder wesentlich mehr Vitalstoffe in den Körper kommen. Ja, wisst ihr. Jo, schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist jetzt Mittag. Ich habe mir nichts vorbereitet. Das ist so ein bisschen eine blöde Sache, wenn man da zu wenig vorbereitet. Ich habe halt einfach keine Zeit gehabt, mir
was extra zu kochen. Ich gehe jetzt einfach runter ins Geschäft und kaufe mir ein paar Tomaten und was man halt so ganz gut roh essen kann. Okay, wir sehen uns später. So, es ist jetzt ungefähr 15 Uhr und ich merke einfach, dass das mit Essen immer öfter in meine Gedanken kommt. Ja, ein Weckerl, ein Semmerl, irgendwas zum Knappern. Aber nein, ich bin konsequent. Wahnsinn. Also Genau. es geht relativ schnell, dass man sich schon wieder so von kleinen Dingen ernähren oder sich daran erfreuen könnte. Aber Experiment, 30 Tage auf jeden Fall mal nur pflanzlich. Das ist am Anfang nicht immer ganz lustig und einfach, weil halt auch Ungewohntes, aber das ist das, was wichtig ist, weil da wächst man. Und das ist auch so in meinem Sinne, ich möchte einfach wieder freier werden, auch körperlich Platz schaffen, damit Neues wieder kommen kann. Ja, man muss sich ja einfach mal vorstellen, das klingt alles immer relativ einfach, auch für mich selber. Ja, ich ernähre mich jetzt einfach nur mal von Pflanzenkost für 30 Tage, das kriegen wir schon hin, das ist ja nicht so schwierig. Man muss einfach klar sein, auf was man hier quasi 30 Tage lang verzichtet. Ja, hier geht es nicht nur um das Mentale, sondern auch darum, was man dem Körper plötzlich auch entzieht. Wenn der Körper vieles gewohnt ist, der, wenn er gewohnt ist, jahrelang oder monatelang, bei mir sind es jetzt nicht Jahre, weil ich ja immer wieder solche Dinge mache, immer wieder solche Experimente mache. Ich habe ja auch schon ein Jahr lang ohne irgendwelche Weizenprodukte oder überhaupt Getreideprodukte eben auch mich ernährt. Also mein Körper kennt das halt. Aber trotzdem gewöhnt er sich über Monate, bei vielen halt auch über Jahre an, diese Nahrungsformen, die man halt hat. Und wenn man lang eben Getreideprodukte isst, wenn man lange Milchprodukte isst, wenn man viel Dinge einfach in sich hineinstopft, möchte ich fast sagen, klar, dann ist der Körper daran gewohnt, dann ist er ja fast abhängig. Ja, guten Morgen, es ist 5:30. Ich bin gerade wach geworden. Es geht mir an und für sich ganz gut, nicht mehr so müde wie die letzten Tage. Ja, der dritte Tag des Experimentes, 30 Tage pflanzliche Ernährung. So, anstatt Kaffee, jetzt am Morgen gibt es Tee. Tea Time. Und zwar Weißdorn-Tee. Der Weißdorn ist super gut auch für den Kreislauf, vor allem für das Herz. So, der nächste wichtige Schritt ist, mir Magnesium und Kalzium zuzuführen. Ich habe einfach die letzten Monate immer wieder verstärkt gemerkt, dass ich immer wieder Wadenkrämpfe habe, leichte Wadenkrämpfe, Muskelkrämpfe. Und das führe ich einfach auch auf einen Magnesium-Kalzium-Mangel vor allem zurück. Ja, hallo meine Lieben, es ist jetzt ungefähr 17 Uhr und es geht eigentlich ziemlich gut. Das, was heute sehr auffallend war für mich, ist, dass ich eigentlich nur einmal was gegessen habe und das gegen mittags um 12 Uhr herum. Da eine anständige Portion aus Kartoffeln, Karotten, Champignons und Paprika, das habe ich einfach im Ofen mir warm gemacht und da genüsslich verspeist und den Rest des Tages nichts mehr. Und das taugt, das gefällt mir so richtig gut, weil ich einfach merke, ich habe Energien für viele andere Dinge, viel mehr Zeit für viele andere Dinge, bin nicht ständig mit Essen beschäftigt, mit Essen holen beschäftigt. Lust und Ja, und dann schaut es im Endeffekt alles relativ gut aus in Salz. So, Das hallo meine Lieben, Ergebnis. es ist jetzt 21 Uhr, ich bin wieder zu Hause. War relativ lang unterwegs, habe jetzt auch gerade noch ein einstündiges Meeting mit jemandem gehabt und habe mir jetzt gerade noch eine Tomate gegönnt mit etwas Olivenöl. Vielleicht esse ich auch noch eine zweite. Ja, da muss ich mir auf jeden Fall noch ein paar Speisen, ein paar Ideen einfallen lassen, weil sonst wird das Ganze doch etwas zu monoton. Ja, hallo meine lieben Zuseher hier bei GeoSixt auf Telegram. Ja, die Challenge, dass ich 30 Tage jetzt mich nur von Pflanzen ernähre, das ist spannend. Vierter Tag ist heute auf jeden Fall. Kurze Übersicht des heutigen Tages. Ich wache auf, 5:30, werde munter. Ja, so wahnsinnig gut gefühlt habe ich mich nicht.
Was mache ich dann meistens, wenn ich mich nicht so gut fühle? Ich lege mich einfach in die Badewanne. Ist einfach super zum Entspannen, zum Runterkommen. Da liege ich dann eine halbe Stunde drin, je nachdem, wie ich Zeit habe. Heute hat es sicher so lange gedauert. Ist einfach ein super Tipp, kann ich einfach nur mal wärmstens empfehlen. Ja, dann geht's halt weiter. Fertig machen, frühstücken tue ich sowieso nichts. Ich habe ja vor, dass ich jeden Tag eben erst ab 12 esse. Intermittierend Fasten nennt sich das Ganze. Ab 12 esse ich dann das erste Mal was. Und ja, ich habe mir auch zu Hause noch einen Smoothie zubereitet mit zwei Bananen. Kokosöl gebe ich immer rein, dann etwas Weizen und Gerstengras und heute auch etwas Hanfpulver dazu. Das Ganze natürlich mit Wasser mixen und fertig. Das nehme ich mir dann mit für den Nachmittag, wenn dann der Hunger so kommt, so dazwischendurch einfach Ganz immer wieder. einfach. Ich habe so über den Laufe des Tages immer wieder so ein bisschen ein Hungergefühl, was auch für mich relativ normal ist, weil ich natürlich meine Kalorienzufuhr um einiges reduziert habe, gar keine Frage. Hinaus um 4:30 aus dem Büro, so wie es heute wieder war. Das Wetter war ja traumhaft. Ich war mit dem Auto in Salzburg, wie gesagt, und dann rauf auf den Hausberg von Salzburg auf den Geißberg. Ja, das habe ich jetzt in den letzten 2 Wochen, glaube ich, schon dreimal gemacht. Ist ein unglaubliches Erlebnis. Das letzte Mal mit dem Nebelfeld über Salzburg. Heute war wieder blauer Himmel und ja, ich habe einen für sich versucht. Da oben wollte ich das Video machen, drehen für den heutigen Tag. Habe auch was gedreht, nur da ist einfach der Wind unglaublich gegangen und das hörst dann nicht, was ich sage. Ich werde dann vielleicht kurz was einspielen, nur um so einen Eindruck zu bekommen. Ja, meine Lieben, jetzt bin ich wieder zu Hause. Es ist 7 am Abend. Das Essen hinten köchelt. Stunde, Es es gibt muss. dann in einer halben Stunde circa Kartoffelgulasch. Ich liebe es. Und ich werde jetzt einfach auch wieder viel empfindsamer. Und das mag ich. Das mag ich einfach, das zu spüren, wieder viel mehr zu spüren, was wir wirklich sind. Das kann ich wirklich einem jeden nur empfehlen. Wenn Sie das Gefühl habt, Sie habt in der letzten Zeit einfach zu viel in euch hineingestopft, zu viel an Genuss gehabt beim Essen, zu viel einfach der Mengen, dann macht's was vielleicht einfach nach, ja? Und ihr werdet's merken, in ein paar Tagen fühlt sich das Ganze schon wieder ganz, ganz anders an. Ja, in dem Sinne, heute 4. Tag, hör schon wieder auf zum Plappern. Habt's Guten Morgen, euch. meine lieben Freunde. Der 5. Tag heute ist angebrochen. Das Experiment 30 Tage, sich nur von Pflanzenkost zu ernähren. Es ist jetzt schon 7 Uhr, bin aber seit 5:30, 5:45 wach. Ich merke, dass ich jeden Tag noch nicht so wahnsinnig fröhlich bin beim Aufstehen, doch es wird immer, immer leichter. Und vor allem merke ich es dann, wenn ich in der Früh schon so unglaublich produktiv bin. Ich habe heute schon fleißig ein Video aufgenommen, so zumindest mal die Rohfassung aufgenommen für die Serie, wie du in Corona-Zeiten deinen Fokus auf das behältst, was du wirklich, wirklich willst. Eine andere Serie, die man auf YouTube und eben auch da verfolgen kann. Was ich auf jeden Fall schon sehr, sehr positiv vermerke, ist, das ist natürlich ein Thema, über das man nicht so wahnsinnig gern spricht, das ist dann, wenn man in der Früh gleich mal auf die Toilette geht und dann halt sein Geschäft verrichtet, da verändert sich auch schon was und das taugt man so richtig. Ja, da verändert sich richtig viel. Vielleicht sprechen wir ein bisschen später noch drüber. Jetzt muss ich auf jeden Fall aber weg. Hallo meine Lieben, Tag 5. Ich mag euch ja nicht immer nur so Stand Einstellungen zeigen. Ja, wie geht's mir sonst? Ich habe gemerkt, dass heute öfter wieder mal das August gekommen ist, auf was Süßes vor allem, obwohl ich meinen Bananensmoothie habe. Ja, aber das sind halt so Phasen, die sind relativ schnell wieder überdacht. Sonst habe ich gegessen eine Avocado mit Tomaten, vorher so um 2:30 herum und den Smoothie mit zwei Bananen.
Habe ich auch verdrückt. Ja, schaut sich ein bisschen um. Da werden Energien frei, wenn man gewisse Dinge, die einen eigentlich belasten, schön langsam weglässt. Also, so meine Lieben, ich bin jetzt am Geißberg heroben und da sind wieder die Paragleiter. Ja, jetzt werde ich mal, glaube ich, wieder in Richtung Heimat fliegen mit meinem Paragleitschirm. Also Papa, ciao, ciao, tschüss. Es hat mich heute sehr gefreut. Ich freue mich auf morgen, denn morgen wird es ein bisschen mehr vom Essen geben. Ja, was ich denn so am Tag zu mir nehme und alles andere kommt dann morgen noch. Ich freue mich drauf. Schön, dass ihr hier mit dabei seid. Da mache ich doch noch mal eine kleine Runde und schaue noch mal kurz vorbei und dann bin ich aber wirklich weg. Ciao, ciao. Hallo meine lieben Zuseher, schön, dass du heute hier mit dabei bist am sechsten Tag dieses Experiments, 30 Tage sich nur rein pflanzlich zu ernähren, roh und gekocht am besten. Sollte sich eben auch die Waage halten. Ja, was war heute? Ich wurde wieder mal relativ früh wach. Auch am Wochenende ist es mir kaum vergönnt, hier länger zu schlafen. Ja, ich erhoffe mir natürlich auch durch diese Nahrungsumstellung, dass sich das Ganze auch wieder ändert, weil zu wenig Schlaf ist natürlich auf die Dauer auch nicht gut und macht einfach angespannt. Also trotzdem um 7 Uhr wach gewesen. Hab mir ein warmes Bad eingelassen, weil ihr wisst ja, warmes Bad ist wunderbar zur Entspannung und habe mich dabei in ein Basenbad gelegt. Ja, ich habe ein Basenbad mir heute zubereitet mit diesem Basenbad sozusagen, weil es auch wichtig ist, seinen Körper in solchen Situationen zu unterstützen. Eine Nahrungsumstellung, wenn sie vor allem auch so krass ist wie die jetzige von flexitarischer Ernährung, also eh sowieso alles zu, nur noch rein pflanzlich, das löst natürlich im Körper vieles, viele Schlacken, viele Gifte und da muss man natürlich den Körper dabei unterstützen, diese wieder auszuscheiden, ja. Aber gut, ja, jetzt ist es so 10:30. Ich muss sagen, ich brauche oder ich möchte auf eine Tasse Kaffee noch nicht verzichten. Ansonsten, was mache ich noch, um meinen Körper dabei zu unterstützen, hier eben das Wasser ausscheidet, hier gut ausscheiden zu können, vor allem die Gifte und die Schlacken. Ich nehme Flohsamenschalen zu mir, aber das mache ich schon seit Monaten, eigentlich tagtäglich einen Kaffeelöffel Flohsamenschalen. Und um die Entgiftung dann noch zu unterstützen, ist natürlich auch Zeolit angesagt. Das heißt, Zeolit bindet ja die Gifte. Also hier sind wirklich Unterstützungsmaßnahmen wichtig. Basenbad, Flohsamenschalen, Zeolith, das, was ich im Augenblick so mache. Alles auf einmal ist auch nicht gut. Da gibt es sicher noch einiges, über das ich in späteren Videos noch berichten werde. Ja, meine Lieben, wir sind heute wieder mal unterwegs am Samstag. Ja, die Ernährung zu verändern, das macht einfach Kräfte, Energie und Zeiträume frei. Genießen wir die letzten Tage in Freiheiten. Das war Spaß. Thank you.
Es ist jetzt 4:30. Den ganzen Tag gab es bisher nichts anderes als den Smoothie. Smoothie mit zwei Bananen, mit Hanf und Gerstengras. Und jetzt machen wir uns eine nette Gemüse, weiß nicht, Pfanne oder wie immer das heißt, mit Kartoffeln, mit Zwiebeln, mit Karotten, mit Champignon. Auberginen, genau. Wir freuen uns drauf. So, das Essen ist jetzt fertig und genau so schaut's aus. Da haben wir den hervorragenden Gurkensalat ohne Essig mit Zitrone. Und hier Gemüsepfanne, Karotte, Süßkartoffel, Champignons, normale Kartoffeln, Zwiebel. Was aber schon wirklich ganz, ganz eindeutig bemerkbar ist, das sind meine Zähne. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, da merke ich seit Tagen, oder jetzt merke ich, dass mich das seit Tagen eigentlich überhaupt nicht irgendwie in irgendeiner Form tangiert. Also ich spüre auch jetzt hinein und da tut nichts weh, da zieht einfach auch nichts. Also da tut sich schon was, weil natürlich die Ernährung viele Säuren einfach auch in meinem Mund gebildet hat und das fällt jetzt weg, weil die Nahrung, die ich zu mir nehme, eigentlich zu 99%, sage ich jetzt mal, basisch ist. Immer wieder weiß, wenn ich nahrungstechnisch hier einfach massiv was umstelle, dass sich da einfach auch da oben da einfach auch wieder was tut und sich einfach das Leben auch wieder von einer ganz anderen Seite zeigen kann. Ja, so in dem Sinne, meine Lieben, das war mal so das quasi erste Backup dieses 30-Tage-Experiments, pflanzliche Ernährung. Ich bin gespannt, wie es nach 30 Tagen auf jeden Fall ist, dass ich eine Veränderung wieder in meine Nahrung habe, das ist mal klar. Ob es dann nur noch pflanzlich weitergeht, weiß ich nicht. Das werde ich dann eben auch sehen. Ja, im nächsten Teil, nächste Woche, werde ich dann auch ein bisschen mit einfließen lassen, was denn Getreide, vor allem raffiniertes Getreide in unserem Körper so anrichtet. Das werden wir uns dann einmal ein bisschen genauer anschauen. Ansonsten habt noch einen wunderbaren Tag, schönen Wochenstart und eine schöne Zeit. Ich freue mich auf euch. Und es kommen natürlich Videos zu anderen Themen sowieso immer wieder. Gebt mir euren Daumen hoch, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und schaut auch auf meine Seite Bewusst Gesund bei GeoSixt, also Bewusst Gesund GeoSixt Lebensmut.at. Da habe ich auch immer wieder Produkte, die interessant sein könnten für dich. Das wissen aber auch die meisten. Baba, ciao, tschüss und wir sehen uns. Ich freue mich.